Stille Nacht im Fußballstadion. Ne? Hören wir mal. Nicht gerade der übliche Fangesang, aber so hörte sich das am Samstag im Siegener Leimbach-Stadion an. Wir können mal noch mal kurz reinhören. Ja, da wo normalerweise die Sportfreunde spielen, es gesanglich ja eher so rau zugeht. Aber das Weihnachtssingen im Fußballstadion scheint ja so ein echter bundesweiter Trend zu sein. Und so kamen auch die Menschen aus dem Siegerland, aus dem ganzen Siegerland, um bei der Premiere im Leimbach-Stadion dabei zu sein. Gemütlich soll es im Stadion werden. Deshalb legt Pastor Sebastian Rink schon mal Holz nach. Er hat das erste Siegener Weihnachtssingen im Leimbach-Stadion mitorganisiert. Ich hoffe, dass viele Leute kommen erstmal. Das ist so unser Hauptanliegen, dass viele Leute mitsingen, wir einen mächtigen Chor auf den Reihen haben und wir einfach eine tolle Zeit miteinander haben, eine gute Stunde miteinander singen, die Weihnachtsgeschichte hören und auch noch ein bisschen darüber hinaus und einfach ein bisschen Weihnachtsstimmung miteinander erleben. Die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen hat zusammen mit den Fußballern der Sportfreunde Siegen das Rudelsingen auf die Beine gestellt. Über 1500 Karten sind im Vorverkauf weggegangen für 2 Euro pro Ticket. Das Publikum ist gespannt auf den Abend. Weil wir gerne singen, wenn wir auch nicht singen können, aber das fällt beim Rudelsingen nicht auf. Und haben Sie schon mal mit so vielen Menschen gesungen? Nein, das erste Mal heute. Üblicherweise sind wir zu den Heimspielen der Sportfreunde in meinem Stadion. Und heute wollen wir mal etwas anderes erleben. Spaß! Spaß! Spaß und sagen es Lust. Ja. Bei den Weihnachtsklassikern springt der Funke schnell auf das Publikum über. Die Ränge sind gut gefüllt. Mit mehr als 2000 Stimmen erklingt der Weihnachtschor im Stadion. Dreizehn Lieder stehen auf dem Programm, unterbrochen von kurzen Beiträgen. Natürlich darf die Weihnachtsgeschichte nicht fehlen, gelesen von Siegens Bürgermeister Steffen Nuß. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Für die musikalische Begleitung sorgt die Brassband Geisweit. Zusammen mit 3 Sängern leiten sie den Riesenchor an. Es war wunderbar, die Stimmung war toll, allein die Atmosphäre, der Chor, die Musik. Dann die Feuer natürlich, haben einiges dazu beigetragen. Es bringt einen in weihnachtliche Stimmung. Ich fand es super. Lauter Lieder, die man kannte, die Texte konnte man mitsingen. Das hat einfach einen tierischen Spaß gemacht. Das Konzept der Organisatoren um Sebastian Rink ist aufgegangen. Ich finde, es war ein fantastischer Abend mit toller Musik, toller Stimmung, auch wenn es richtig kalt war. Aber es wurde doch so ein bisschen warm ums Herz. Und so ist an diesem Abend vielleicht eine neue Weihnachtstradition für Siegen geboren.